Guten Tag und herzlich willkommen zu den Gannikus News und erstmal vorneweg noch ein frohes neues Jahr, wenn auch etwas verspätet. Auch 2023 endet sich hier aber nichts für euch. Jeden Mittwoch gibt es die News sowohl in Video als auch in Audioform und dafür habe ich mir heute wieder ein paar Themen ausgesucht, die diskutiert werden müssen. Es ist jetzt nicht ganz so viel passiert, muss man ehrlicherweise sagen. Aber nichtsdestotrotz gibt es 3-4 Sachen, die für Aufruhr gesorgt haben. Vorneweg aber wie immer der Hinweis auf den Gannikus Shop, den findet ihr auf gannikus-original.de und mit jedem Kauf, ich werde es nicht müde zu sagen, unterstützt ihr unser Team, also das Projekt ganz allgemein, aber natürlich auch speziell den Podcast und die News, für die ich hier verantwortlich bin. Es lohnt sich auch aktuell wieder besonders, einen Blick in den Shop zu werfen. Zum einen gibt es die neuen ERAs im Kiwi-Gooseberry-Geschmack, Kiwi-Stachelbeere auf Deutsch. Da habe ich euch schon drauf aufmerksam gemacht die letzten Male. Zum anderen ist es auch wieder soweit, dass Kreatin ganz frisch im Lager eingetroffen ist. Also unser Crea Basic, in dem Fall Kreatin-Monohydrat in exzellenter Qualität. Also wenn ihr das zu einem vernünftigen Preis haben wollt, dann am besten jetzt zuschlagen, weil Kreatin ist ja mittlerweile so ein bisschen wie Gold geworden, sowohl von der Verfügbarkeit als auch in Bezug auf den Preis. Das dazu und an der Stelle natürlich wie immer der kurze Reminder für unsere neueste Podcast-Folge. Die kam am Montag raus und es ist in dem Fall eine interne Episode mit Marcel, in der wie gewohnt Tacheles geredet wird. Das Ganze könnt ihr wie gewohnt auf YouTube, Spotify und Apple Podcasts abchecken. Heißt ja nicht mehr iTunes, aber jetzt gibt's erstmal News für euch und wir starten mit dem ersten Thema. So, wir legen los mit unserem ersten Punkt auf der Agenda, dem Mr. Olympia Qualifikationssystem. War früher eigentlich recht konstant, aber seit geraumer Zeit wird da von Jahr zu Jahr dran rumgedoktert und nicht wirklich mit Bravour, Verschlimmbesserung trifft es da eher. Prinzipiell muss man festhalten, dass sich die Regeln für dieses Jahr recht einfach gestalten, was ja keineswegs schlecht ist. Automatisch qualifiziert sind die Top 5 der offenen Klasse und die Top 3 aller anderen Divisionen. Wer einmal gewonnen hat, ist aber lebenslang startberechtigt. Daran hat sich meines Wissens nach auch nichts verändert. Für die Men's Open würde das in diesem Jahr bedeuten, dass Derek Lunsford und Nick Walker qualifiziert sind. Hadi Chupan, Brandon Curry und Bikrami natürlich auch, aber die wären es aufgrund ihrer vergangenen Triumphe sowieso. In der Classic beispielsweise müssten weder Urs noch Ramon Dino noch Chris Bumstead einen Quali-Wettkampf bestreiten. Ich denke mal, das System ist sehr leicht verständlich und kann so dann auch von euch auf jede andere Klasse übertragen werden. Ganz wichtig zu erwähnen, es wird in diesem Jahr, zumindest in diesem Jahr, kein Punktesystem geben. Man kann sich also nur durch einen Sieg qualifizieren. Was bedeutet, der Steve muss unter anderem seinen Gluteus in den Griff bekommen und auch einige andere Athleten müssen ihr Game ein wenig upgraden, um da noch eine Chance zu haben. Ich will jetzt hier nicht wieder den Spielverderber spielen, aber wenn man sich überlegt, dass die Verantwortlichen sich da wahrscheinlich länger als 2 Stunden an einen Tisch gesetzt haben und das am Ende bei rauskam, ist das schon ernüchternd, weil die Quintessenz davon ist ja, dass durchs fehlende Punkteranking nur 3 Athleten wegfallen. Mehr nicht. In der Men's Physik sind dann halt statt 68 noch 65 Teilnehmer dabei. Wow. Da hat sich einer richtig Gedanken gemacht. Muss man Respekt aussprechen. Klar, man muss zum einen vielleicht noch etwas verharmlosend hinzufügen, dass der Zeitraum, in dem man sich qualifizieren kann, dieses Mal etwas kürzer ist. Also nur von Januar bis November oder wahrscheinlich effektiv dann auch nur bis Ende Oktober. Aber bleiben da wirklich deutlich weniger Teilnehmer übrig? Ich glaube fast nicht. Es kann natürlich immer auch sein, dass ein Athlet mal auf Preisgeldtour geht, wie das in Europa beispielsweise Nathan D'Asher schon gemacht hat und dann 3-4 Wettkämpfe nacheinander einsammelt. Aber die Chance gibt es halt immer, nicht nur in diesem Jahr. Und wie oft passiert sowas? Auch eher selten. Die meisten wollen einfach die
Olympia-Quali und danach wird erstmal gechillt. Das ist so die Attitüde heutzutage. Der Mr. Olympia ist und bleibt eine profitorientierte Marke und da wird auch Geld mit der Schar an Athleten verdient inzwischen. Es gibt aber auch echt einige Baustellen, in die man einen Teil der Einnahmen reinvestieren sollte zumindest. Das fängt an beim Stream, das geht weiter beim Licht und hört dann bei der Länge des Events auf. Ich wage aber stark zu bezweifeln, dass wir da dieses Jahr bahnbrechende Optimierungen sehen werden. Salut Freunde, bevor es weitergeht, kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir versenden einmal pro Woche ein News-Update aus der Fitnessszene und das kostenlos als E-Mail-Newsletter. In diesem Update erfährst du alle Highlights aus der internationalen, aber natürlich auch aus der nationalen Welt des Fitness und Bodybuilding. Wenn auch du dieses kostenlose Update haben möchtest, dann klicke einfach auf den Link in der Beschreibung und trage dich kostenlos für unser E-Mail-Newsletter-Update ein. Ich wünsche dir jetzt noch weiter viel Spaß. Salut! Worüber wir auf jeden Fall auch noch sprechen müssen, ist die diesjährige Arnold Classic. Seit etlichen Jahren ist das eigentlich das Event, mit dem man ins Bodybuilding-Jahr startet. Man hat sich da immer schon auf Ende Februar, Anfang März gefreut, weil es da wie so eine Mr. Olympia Light gab, sage ich mal, wo auch teilweise ganz spezielle Athleten, die beim Olympia nie ganz oben standen, die Nase vorn hatten. Beispielsweise ein Kai Greene, aber auch ein Cedric McMillan, um mal zwei zu nennen. Mittlerweile muss man aber echt ganz klar sagen, dass es die Arnold Classic trotz des Missmanagements beim Mr. Olympia nicht schafft, wieder an Prestige zu gewinnen. Klar, die ganzen Bodybuilding-Autisten schauen sich auch das gerne an, aber wenn man mal überlegt, was es früher für einen Hype um die Arnold Classic gab, davon ist heute doch nichts mehr übrig. Damals war es eine Ehre, wenn man überhaupt eine Einladung bekommen hat. Heute werden die Einladungen, muss man sagen, fast schon verschenkt und trotzdem mit einer Selbstverständlichkeit abgelehnt, dass es einen beinahe traurig macht. Das liegt aber auch nur zum Teil an den Athleten, die sich natürlich viel lieber auf den Mr. Olympia konzentrieren. Im Endeffekt hat die Arnold Classic aber einfach sehr stark an Strahlkraft verloren, was nachher dann dazu führt, dass selbst Athleten wie Charles Griffin oder Blessing Awodibo lieber wegbleiben, statt die Chance zu nutzen, in einem sehr dezimierten Lineup etwas Schaden anzurichten und vielleicht auch Geld mit nach Hause zu nehmen. Lineup ist auch ein gutes Stichwort, das kann ich euch für die beiden relevantesten Klassen, also für die Men's Open und die Classic Physique mal ungefähr nennen. In der Men's Open starten Stand jetzt nur 6 Athleten. Wenn man die fixen Absagen schon abzieht. Mit dabei sind William Bonek, Sean Clarida, Samson Dowder, Kamal Elghani, Akeem Williams und Justin Rodriguez. Und wer ein bisschen im Bodybuilding-Game drin ist, was ihr ja natürlich alle seid, der wird bemerkt haben, dass 2 von den 6 Athleten eigentlich in der 212er zu Hause sind. Das ist schon beschämend irgendwie, wenn man die Resonanz auf so einen Wettkampf sieht. Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass es das schon war. Irgendwie lässt auch mich der Gedanke nicht los, dass ein Derek Lunsford oder auch ein Nick Walker noch ihre Teilnahme ankündigen werden. In der Classic sind auf jeden Fall mehr Hochkaräter mit dabei, unter anderem Urs und Mike, aber auch Ramon Dino, Courage Upara und Alex Cambronero. Und da muss man ja sagen, dass zum Beispiel Urs und Ramon gar nicht teilnehmen müssten, aber beide wollen offenbar den Titel jetzt, wo noch dazu Terence Ruffin nicht mitmacht. Bei Mike, muss ich sagen, bin ich mir unsicher, ob er tatsächlich startet, weil da habe ich heute noch eine Breaking News für euch. Aber ich werde ihn auf jeden Fall im Podcast fragen. Alles in allem kommt bei mir jetzt aber kein Hype-Gefühl für die Arnold Classic auf. Aus deutscher Sicht vielleicht noch ein bisschen, weil Urs und Mike mitmachen, aber so ganz allgemein wird da mein sehr ernüchterndes Gefühl von Mr. Olympia weiter aufrechterhalten. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Wir kommen zu einem Thema, das viele von euch sicher überrascht hat, mich ebenfalls, obwohl es jetzt kein Protagonist ist, den ich mit riesigem Interesse verfolge, was absolut nicht despektierlich gemeint ist. Es ist ja mittlerweile einfach unfassbar viel los im deutschen Profi-Zirkus, dass man da niemanden mehr so eng verfolgen kann, wie das mal der Fall ist.
Es geht um Aldin Aliagic, der in einem seiner neuesten Videos bekannt gegeben hat, seine Bodybuilding-Karriere mit sofortiger Wirkung beenden zu wollen. Das soll wohl nicht bedeuten, dass er keinen Kraftsport mehr betreibt, aber mit Wettkämpfen soll es das auf jeden Fall erstmal gewesen sein, wenn nicht sogar endgültig. Es hat sich sehr endgültig angehört. Finde ich eine sehr krasse, wenn auch sehr vernünftige Entscheidung, weil Aldin zählt mit seinen 29 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen und hätte mit den nötigen Geschützen sicher die Möglichkeit gehabt, im Profigeschäft ganz gute Ergebnisse zu erzielen. Wenn man aber seine Gesundheit nicht opfern will, vor allem nicht für einen sehr subjektiven Sport, wo Leistung und Ergebnis nicht immer übereinstimmen, dann mag sich das vielleicht komisch anhören, weil man es in der Form und Konsequenz selten hört. Es ist aber sehr reflektiert und nüchtern und auch sehr klar und realistisch. Bei aller genetischen Veranlagung, die Aldin ja zweifelsfrei hat, er hat ja auch in der Amateurlaufbahn schon große Erfolge erzielt, muss man halt ganz klar sagen, dass es heutzutage so viele gute Athleten gibt, die eben bereit sind, ihre Gesundheit komplett beiseite zu schieben, ohne auch nur im Entferntesten dran zu denken, was in 5 Jahren vielleicht mal sein könnte. So jemand ist Aldin nicht. Das scheint mir aber auch nichts Neues zu sein. So hätte ich ihn auch eingeschätzt, ohne dieses Statement gesehen zu haben. Bei anderen würde man jetzt vielleicht sagen, dass immer noch die Möglichkeit für einen Rücktritt vom Rücktritt besteht. Aber Aldin wirkt mir sehr im Reinen mit seiner Entscheidung, dass ich das fast ausschließen würde. Er ist jetzt, wie gesagt, 29, wollte eigentlich weitermachen bis Anfang 30, aber warum soll man sich an Zahlen aufhängen, wenn man es einfach nicht mehr fühlt? Er ist da, glaube ich, sehr, sehr ehrlich zu sich selbst und dementsprechend kam auch dann wohl der Entschluss zustande. Das ruft eigentlich nach einer Podcast-Folge. Ich schreibe mir das hier gleich im Nachgang mal auf und werde den Aldin kontaktieren. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr Bock auf eine Podcast-Folge mit Aldin habt. Sehr reife Entscheidung auf jeden Fall. Props an der Stelle und natürlich alles Gute. So, dann kommen wir jetzt zu unserem Top-Thema für heute. Es war, wie gesagt, die Woche nicht allzu viel los, kam auch tatsächlich erst gestern Abend rein. Vorher war das nicht bekannt, weil ich glaube, auch keiner so wirklich auf den Wettkampfkalender geschaut hat und wahrscheinlich sowieso auch niemand auf die Idee gekommen wäre. Und zwar geht es darum, dass Mike Sommerfeld den wirklich ersten Wettkampf dieses Jahr mitzunehmen scheint und dafür nach Saudi-Arabien reist, beziehungsweise schon gereist ist. Mittlerweile müsste er dort sein, meine ich. Das ist wohl ein reiner Classic-Physik-Wettkampf und wie ihr ja vorhin gehört habt, ist Mike trotz seines 5. Platzes beim Mr. Olympia nicht direkt wieder qualifiziert, sondern muss, wie viele andere, erst einen Wettkampf gewinnen. Da scheint mir der Weg nach Saudi-Arabien jetzt zwar nicht unbedingt typisch, aber sicherlich auch nicht unclever. Der Mike ist ja eh so ein bisschen ein Abenteurer mit einer gewissen Portion Fernweh, woher auch immer das kommt. Auch das werden wir aber im Podcast klären können. Was die Konkurrenz angeht, habe ich absolut keine Ahnung. Ich denke, Mike selbst auch nicht. Sollte ihm auch egal sein, weil mit der Optik muss er sich eh nirgends verstecken. Es ist aber ja so, das werden die Bodybuilding-Insider unter euch wissen, dass gerade im Nahen und Mittleren Osten, also Iran, Irak oder beispielsweise auch Saudi-Arabien, wohl ganz viele Athleten mit enormem Potenzial rumlaufen. Man hört nun nie was von denen, weil sie nicht in der NPC starten, weil sie eh kein Visum bekommen würden. Aber anscheinend, so hört man auch aus vielen Podcasts, gerade aus den USA gibt es ja auch so einige iranstämmige Athleten. Es sollen wohl einige Hadi-Chupans da rumlaufen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Auf so einen könnte Mike natürlich treffen und speziell bei diesen Athleten aus dem Nahen und Mittleren Osten ist Härte eigentlich nie ein Thema. Die sind meistens trocken wie die Wüste, wie man so schön sagt, aber es bringt jetzt da auch nichts vor, zu viel zu spekulieren. Wir werden das ja früh genug erfahren, wie Mike abgeschnitten hat. Ich erwarte mir da streamtechnisch jetzt nicht ganz so viel. Das war ja schon in Dubai
eine absolute Katastrophe, aber zumindest die Platzierung werden wir schon früh genug mitbekommen. Die Frage ist halt für mich noch, soweit bin ich noch nicht in Kenntnis gesetzt, was Mike macht, sollte er den Wettkampf jetzt gewinnen. Dann wäre er ja qualifiziert und müsste streng genommen die Arnold Classic nicht mehr machen. Ich persönlich würde sagen, er nimmt allein aus Konkurrenzgründen schon teil, also um sich zu präsentieren und sich auch beispielsweise neben Urs und neben Ramon zu stellen. Man darf bei Mike aber halt auch nie außer Acht lassen, dass er eine Lebererkrankung hat, die ihn diesbezüglich einschränkt. Wenn ich es mir zurechtspinnen müsste, würde ich aber sagen, dass er auch die Arnold Classic noch mitnimmt und dann eben direkt Anfang März erstmal etwas runterfährt. Die Arnold Classic ist, glaube ich, 2. bis 3. März, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da hat man ja noch sehr viel Zeit. Viel aufbauen kann er aufgrund des Gewichtslimits eh nicht. Dann dauert die Olympia-Prep auch nicht so lang. Und allgemein meinte er ja, dass er auch etwas mehr Risiko gehen möchte ab sofort. Wenn das dieses Risiko ist, dann scheint die Arnold Classic doch auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das unter Beweis zu stellen. Wir werden das aber alles im Podcast aufgreifen. Schreibt gerne nochmal Fragen in die Kommentare, dann kann ich das bis morgen zum Dreh noch berücksichtigen. Und an der Stelle sind wir auch durch für heute. Denkt an den Kreatin-Restock im Garnicus-Shop. Nicht, dass es nachher wieder heißt, ich hätte es nicht gesagt. Und es ist relativ zügig alles weg. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.